Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Ja, ich möchte mich heute mit den aktuellen Infektionszahlen beschäftigen. Jeder von euch wird das ja verfolgen im Fernsehen, in der Presse. Die Zahlen gehen nach oben. Die Bundesregierung hat gestern einen neuen, ja, es wird genannt Lockdown-Light beschlossen, also nochmal Maßnahmen, die das öffentliche Leben massiv einschränken. Und ich denke, viele von euch werden das natürlich auch mit Sorge verfolgen, auch mit Angst. Und es ist auch richtig, das ernst zu nehmen. Und natürlich muss man vorsichtig sein. Natürlich darf man nicht fahrlässig sich und andere gefährden. Das ist alles richtig. Und trotzdem muss ich ehrlich sagen, ich finde den Panikmodus, der die tägliche Berichterstattung und auch viele Politiker-Statements prägt, die Angst, die regelrecht geschürt wird, das finde ich unverantwortlich und auch gefährlich. Ja, Covid-19 ist eine gefährliche Krankheit. Die Schätzungen der Mediziner sind inzwischen, dass etwa 0,4 bis 0,5% aller Infizierten sterben. Das ist viermal so viel wie bei der Grippe. Das ist ernst zu nehmen. Und natürlich gibt es auch zunehmend Berichte über Langzeitfolgen, also auch diejenigen, die genesen, haben oft noch viele, viele Monate oder vielleicht sogar länger mit den Folgen zu kämpfen. Natürlich darf man nicht einfach zuschauen und alles laufen lassen. Und trotzdem muss ich sagen, auch Angst ist gefährlich. Der zweite Punkt, die Einordnung der aktuellen Zahlen. Da haben wir alle den Eindruck, wenn wir die Presse verfolgen, wir haben aktuell eine viel schlimmere Situation als im Frühjahr. Weil tatsächlich die gemessenen Infektionszahlen sind deutlich höher als im Frühjahr, das ist richtig. Es wird ja auch sehr viel mehr getestet als im Frühjahr. Und entscheidend ist doch nicht, wie viele Infektionen gemessen werden. Entscheidend ist, wie viele Menschen werden ernsthaft krank, wie viele Menschen müssen ins Krankenhaus und wie viele Menschen müssen in die Intensivstation. Das ist ja auch das, was gesellschaftlich relevant ist, weil dafür müssen die Kapazitäten da sein, dass diese Menschen gut versorgt werden. So, und wenn ich unter diesem Kriterium mir die aktuelle Situation ansehe, dann ist das in den meisten europäischen Ländern und auch gerade in Deutschland aktuell keine Lage, die mit der im Frühjahr vergleichbar ist. In wenigen Hotspots wie Berlin, ja, da ist tatsächlich die Belegung schon wieder sehr hoch. Aber insgesamt ist es deutlich niedriger. Natürlich weiß ich auch, dass sich aktuelle Zahlen mit einer Verzögerung erst in den Krankenhäusern widerspiegeln. Natürlich weiß ich auch, dass man da präventiv agieren muss. Und trotzdem ist das doch wichtig, um einzuschätzen, wo wir derzeit stehen, diese Zahlen in den Mittelpunkt zu rücken. Das findet nicht statt. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann kommt man doch zu anderen Schlüssen, als sie der öffentlichen Berichterstattung entsprechen. Wenn man diejenigen, die jetzt im Krankenhaus sind, in den Intensivstationen, ins Verhältnis zu den Infektionszahlen, den öffentlichen offiziellen Zahlen, den gemessenen Zahlen, in dieses Verhältnis setzt, dann fällt auf, es sind viel, viel weniger als im Frühjahr relativ zu den gemessenen Infektionszahlen. Das lässt sich eigentlich nur auf zwei Arten erklären. Entweder das Virus ist viel harmloser geworden, oder im Frühjahr waren die eigentlichen Zahlen sehr viel höher, weil die Dunkelziffer immens war. So, nun sagen alle Mediziner, harmloser ist das Virus nicht geworden. Also muss es die andere Erklärung sein. Also hatten wir im Frühjahr nicht die Zahlen, die uns präsentiert wurden, sondern offenbar sehr viel höhere. Dann ein weiterer ganz wichtiger Punkt und der betrifft die Maßnahmen. Also was mich schon erstaunt, ist, dass so gut wie nirgends zum Thema gemacht wird, dass viele Menschen, die an Covid-19 sterben, ja vor allem auch deshalb sterben, weil sie nicht gut und ordentlich medizinisch versorgt werden können. Es ist doch kein Zufall, dass wir die höchsten Todeszahlen in den westlichen Ländern, die das relativ schlechteste Gesundheitssystem haben. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel oder auch Großbritannien. In den USA ist bekannt, ein erheblicher Teil der Bevölkerung hat keine Krankenversicherung. Das bedeutet,
dass die gesamte Gesundheitsvorsorge und damit natürlich auch der Gesundheitszustand der Menschen sehr viel schlechter ist. Weil man ja nie zum Arzt gehen kann, höchstens wenn es gar nicht mehr anders geht. Und es ist ja auch kein Zufall, dass in den meisten Ländern und vor allem in den USA vor allem Ärmere betroffen sind. Und auch in anderen europäischen Ländern, Spanien, Italien, da war doch was. Ja, seit Jahren wurden diese Länder unter Druck gesetzt, ihr Gesundheitssystem klein zu sparen von der EU-Kommission. Das waren die Auflagen der sogenannten Euro-Rettungsprogramme. Und jetzt wundert man sich, nachdem man dort das Gesundheitswesen klein gemacht hat, dass man ganz schnell an Kapazitätsgrenzen kommt. Das ist doch genau eine Folge dieser Maßnahmen. Und deswegen muss man schon sagen, viele Menschen, die an Corona sterben, sterben eigentlich an der falschen Politik, die seit vielen Jahren gemacht wird. Sie sterben am Neoliberalismus, an Renditestreben, an der Renditeorientierung auch im Gesundheitssystem. Sie sterben daran, dass die Kapazitäten nicht da sind, mit denen ihr Leben gerettet werden könnte. Oder schauen wir nach Osteuropa, wo sich ja zurzeit auch vielfach die Situation zuspitzt, in Polen, in Bulgarien, in Rumänien. Ja, warum haben diese Länder ein so katastrophal schlechtes Gesundheitssystem? Doch nicht zuletzt deshalb, weil sehr viele Mediziner und Pflegekräfte aus diesen Ländern heute in Großbritannien oder Deutschland arbeiten. Alleine aus Rumänien und Bulgarien sind in den letzten Jahren 53.000 Ärzte abgewandert, nicht zuletzt nach Deutschland. Und weil wir Mediziner aus armen Ländern, ärmeren Ländern zu uns holen, können wir uns zum Beispiel im Medizinstudium einen Numerus Clausus leisten, der in jedem Wintersemester von 43.000 Bewerbungen 34.000 zurückweist. Aber das ist natürlich eine katastrophale Situation für die Länder, aus denen diese Mediziner kommen. Und genau das rächt sich jetzt. Deswegen gibt es dort diese Zuspitzung. Deswegen wird es dort sicherlich viele Menschen geben, die nicht die Versorgung bekommen, die sie brauchen. Und es wird viel mehr Tote geben, als eigentlich durch das Virus als solches unausweichlich gewesen wären. Auch das gehört doch zur Wahrheit. Warum spricht das keiner an? Und dann gucken wir nach Deutschland. Ja, wir haben in Deutschland relativ zu den anderen Ländern mit eines der besten Gesundheitssysteme. Aber relativ zu den anderen, das heißt nicht, dass es wirklich gut ist. Auch in Deutschland sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten Krankenhausbetten abgebaut worden, es ist das medizinische Personal reduziert worden, eben weil auch hier Gesundheit sich rechnen muss, weil große Krankenhauskonzerne 10% Rendite machen wollen mit der Krankheit oder auch Gesundheit der Menschen. 2018 hat die Gewerkschaft Verdi öffentlich angeprangert, dass im Gesundheitswesen, also allein in den Krankenhäusern, nicht die Pflegeheime waren da nicht dabei, 80.000 Stellen fehlen, also 80.000 Pflegekräfte fehlen, die nicht da sind und eigentlich für eine angemessene medizinische Versorgung da sein müssen, die gebraucht werden. Und aktuell hören wir auch gerade wieder Warnungen von Ärzten und Medizinern, die darauf hinweisen, ja, wir haben ja zum Glück in Deutschland relativ viele Intensivbetten, wir haben relativ gute Kapazitäten noch, aber wir haben nicht das Personal. Aktuell wurde gewarnt, dass etwa 3.000 bis 4.000 Pflegekräfte in den Intensivstationen fehlen. Das heißt, wir haben zwar die Plätze, aber wir haben nicht das Personal, das dort dann auch die Kranken betreuen kann. Und da frage ich mich jetzt wirklich, ja, wusste das keiner? Weiß man das nicht mindestens seit früher, dass das ein Problem ist? Und wäre es nicht sinnvoller, hier Geld zu investieren, als einen Lockdown nach dem nächsten zu machen und dann zu versuchen, die wirtschaftlichen Kosten staatlich irgendwie abzufedern? Mehr Menschen in der Gesundheit zu beschäftigen, würde nicht 1,4 Billionen Euro kosten, die wir alleine in diesem Jahr bisher staatlich für die Antikrisenmaßnahmen aktiviert haben. Aber es wäre doch vielleicht eine viel sinnvollere und auch nachhaltig und langfristig wirksame Maßnahme, um tatsächlich die Krankenversorgung, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Da heißt es dann, naja, die Pflegekräfte sind doch gar nicht da. 80.000, wie gesagt, die Zahl von Verdi von 2018, 80.000, wo sollen die denn plötzlich herkommen, selbst wenn wir jetzt die Stellen ausschreiben würden?
Ja, dass sich die Menschen jetzt aktuell nicht bewerben würden. Woran liegt denn das? Das liegt doch daran, dass einmal die Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind, weil die Pfleger wahnsinnig gestresst und überlastet sind, eben weil es zu wenige gibt, und dass die Gehälter viel zu niedrig sind. Eine durchschnittliche Pflegekraft bekommt brutto 3.000 Euro. Berufseinsteiger gehen teilweise mit 2.000 Euro brutto nach Hause. Für so eine schwere und anstrengende und verantwortungsvolle Tätigkeit. Ja, bei solchen Gehältern muss man sich nicht wundern, dass selbst offene Stellen oft nicht besetzt werden können. Aber das ist doch nicht zwangsläufig. Das könnte man doch ändern. Gucken wir doch mal in europäische Nachbarländer. In Luxemburg bekommt eine ausgebildete Pflegekraft ein Gehalt von 98.000 Euro brutto im Jahr. Ich bin fest überzeugt, wenn wir in Deutschland auch nur annähernd solche Gehälter hätten, natürlich gäbe es Bewerbungen. Weil was man auch wissen muss, es gibt in Deutschland 300.000 ausgebildete Pflegekräfte, die zurzeit woanders arbeiten. Und die deshalb woanders arbeiten, einmal natürlich, weil sie irgendwie gern ein Gehalt haben möchten, von dem sie einigermaßen leben können, aber auch, weil sie sagen, sie halten einfach diesen permanenten Stress, diese Überforderung, diesen Druck nicht aus. Und nach dieser selben Befragung haben 150.000, das ist natürlich repräsentativ hochgerechnet, aber 150.000 wären bereit, wieder in die Pflege, in die Krankenhäuser zurückzugehen, ausgebildete Pflegekräfte, wenn das Gehalt stimmen würde und wenn die Arbeitsbedingungen so wären, dass sie zu schaffen sind, also wenn es mehr Personal gäbe. Ja, warum macht man das nicht? Warum hat man den Sommer verstreichen lassen, ohne in dieser Frage grundsätzlich etwas anders zu machen und Veränderungen wenigstens einzuleiten? Das ist doch überhaupt nicht vermittelbar. Und im Übrigen, eine bessere Ausstattung des Gesundheitswesens würde uns ja nicht nur jetzt im Umgang mit dieser Corona-Pandemie erheblich helfen, sondern das wäre ja auch ein Segen natürlich für alle Menschen, die ins Krankenhaus müssen, für alle Menschen, die versorgt werden müssen. Es ist doch seit Jahren bekannt, wie die Situation ist. Es gibt ja auch andere Krankheiten und andere Probleme, die mit dieser Überforderungssituation des medizinischen Personals zusammenhängen. Das RKI hat sich auch vor einiger Zeit mit einem anderen gefährlichen Infektionsherd beschäftigt. Das wurde allerdings nicht so groß berichtet. Da geht es um die Frage der Krankenhauskeime. Das sind Infektionen, die sich Menschen im Krankenhaus holen. Und nach den Zahlen des RKI sind das 600.000 Menschen im Jahr. Und es sind zwischen 10.000 und 20.000 im Jahr, die daran sterben. Das heißt, aktuell ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr für einen Durchschnittsbürger, an Corona zu sterben, immer noch geringer ist als die Gefahr, sich im Krankenhaus mit Keimen anzustecken, die dann auch wiederum tödlich wirken. So, und warum verbreiten sich diese Krankenhauskeime? Auch das ist bekannt, auch das ist in Studien belegt. Ja, auch und vor allem deshalb, weil das Pflegepersonal so überfordert und unter ständigem Druck ist, dass viele Hygienemaßnahmen, die eigentlich festgelegt sind, nicht eingehalten werden können. Das heißt, es ist wieder der Personalmangel, der dazu führt, dass 10.000 bis 20.000 Menschen im Jahr, und zwar seit vielen Jahren, das ist gar nicht neu, an Krankenhausinfektionen sterben. Ja, und auch das, warum sieht man da keinen Handlungsbedarf? Und deswegen muss ich noch einmal deutlich sagen, ich finde die Art, wie die Politik zurzeit reagiert, nicht überzeugend. Im Frühjahr sicher, da war alles noch neu, da war man mit einer Situation konfrontiert, auf die man nicht vorbereitet war. Aber das ist mittlerweile fast ein Dreivierteljahr her. Man hätte sehr viel mehr machen können. Man hätte zum Beispiel im Sommer auch schlicht sich darum kümmern können, Geld zur Verfügung zu stellen, dass zumindest alle Schulen lüften können. Man hätte im Gesundheitssystem Maßnahmen einleiten können. Das hätte weit weniger Geld gekostet als jetzt der nächste Lockdown, die nächsten wirtschaftlichen Folgen und das, was man dann vielleicht wieder versucht, öffentlich auszugleichen. Und das halte ich nicht für nachvollziehbar. Und viele von den Maßnahmen, die man jetzt beschlossen hat, zum Beispiel Restaurants zu schließen, Kinos, Theater, es ist überhaupt nicht belegt, dass das wirklich Infektionsherde sind. Ist da nicht der volle Bus oder das volle Flugzeug, was es ja nach wie vor natürlich immer wieder gibt, ist das nicht die größere Infektionsgefahr? Und das finde ich unlogisch, das finde ich nicht akzeptabel. Also ich würde mir wünschen, dass wir hier nicht in einem blinden Aktionismus versuchen, Tätigkeit zu demonstrieren, sondern dass man sich auf das konzentriert, was wirklich wichtig wäre
um Menschenleben zu retten. Soweit für heute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, auf eure Rückmeldung und dann bis nächste Woche.